Hallo und willkommen zurück zu Monomyth. Und wir werden jetzt mal diesen Turm wieder hochkraxeln und schauen, was wir da noch finden können. Zur Erinnerung, Monomyth, dieses Spiel hier, oder das, was ich hier gerade spiele, ist eine Alpha-Demo, die man sich kostenlos auf Steam herunterladen kann. Das Spiel kann im Moment noch über... kaputt machen. Über... oh, da ist auch noch kaputtes Brot. Über Kickstarter finanziert werden. Niedrigstes Tier für das Spiel sind... kann man die runterwerfen? Niedrigstes Tier für das Spiel sind 15 Euro. Natürlich weiß man nie, ob bei Kickstarter das Ganze dann auch fertig wird oder ob das Spiel dann am Schluss gut wird. Man erinnert sich an Underworld Ascendant. Aber ja, sei erstmal da gesagt. Da haben wir unsere Überbleibsel vom letzten Mal. Vielleicht sollte ich da erstmal speichern. Broken Shield. Oha. Sing. Okay. Was wir auch machen können, ist theoretisch casten. Ich weiß aber nicht. Eigentlich sollte das hier mit dem Activate, Crouch, Right, bla 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 bla. Cast Spell C, Next Spell. Aber ich habe keine Ahnung, wie man hier, wie das funktionieren soll. Wir haben ja auch Attune Magic. Wir haben hier zwei Sachen. Aber Select Spells and Cast with C. Ich kann da aber nichts tun. Ach, weil die mehr höhere Werte voraussetzen. Intelligence von 10. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir mal, dass wir den... ist das eine Tür? Jedenfalls scheint das nicht kaputt zu gehen. Hoch. Ne, 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 es geht nicht. Da auch nicht. Ja. Kann der sich vielleicht nicht hochziehen, weil ich den Schild da equipped habe? Ne, geht grundsätzlich nicht. Hm. Da bin ich ja eben noch hochgekommen an dem Dingen. Ja. Aber da will der sich nicht hochziehen aus irgendeinem Grund. Das ist, vielleicht muss das dafür designt sein. Naja, wie dem auch sei. Locked. Gehen wir erstmal auf die andere Seite. Und wir können mal den Bogen ausprobieren. You can't this weapon. Da braucht man Dexterity 10 für. Na, das sollte ich aber dann mal lernen. Da sind keine Pfeile drin. Mhm. Ah, okay, wenn man einmal geblockt hat. Naja, wenn man einmal geblockt hat, kann man erstmal nicht nochmal blocken. Das ist ja hart. Dann macht das Blocken eigentlich noch weniger Sinn, wenn man dann erst gar nichts machen kann. Sammeln wir unsere Suppe ein.
So, jetzt laufen wir weg. Jetzt muss ich gucken, dass ich den genau die Stamina wieder auffülle. Naja, und jetzt habe ich versucht zu blocken und dann bin ich aber doppelt im Eimer quasi. Also mir scheint es, dass es am sinnvollsten ist, einfach drauf zu hacken, bis der tot umfällt. Sämtliche Verteidigung scheint da nicht so wahnsinnig effizient zu sein. Jetzt haben wir natürlich trotzdem keine Hitpoints mehr. Aber das ist jetzt ein bisschen ein anderes Problem, weil jetzt ist das Sterben sinnvoller als Aufladen. Ich mache trotzdem, dass ich mir jetzt hier irgendwas reinpfeife. Okay. Da ist nix. Rumpelpumpel. Und das ist das, was wir schon von der anderen Seite gesehen haben. Was wir aber mal gucken können, wir haben jetzt da unten 109 stehen. Ne, Erfahrung hat das keine gebracht. Und insgesamt hat mir das auch überhaupt nichts gebracht. Weil, wir können auch nochmal eine Kerze anmachen. Was sind das denn für Slots da? Hier war einfach mal gar nichts. Außer das hier, was ein Special Key benötigt. Na gut. Hier scheint aber nichts zu sein. Eventuell hätte ich hier noch überhaupt nicht sein dürfen. Ah. Vielleicht doch. Da sind sogar zwei Gegner. Es gibt eine Menge Moldy Bread. Also bei dem einen Ding ist auch meine Fackel nicht kaputt gegangen dann, sondern ist einfach nur ausgegangen. Und das war in dem gleichen Moment, als ich dann gesprungen bin. Das hatte dann ein bisschen den Eindruck gemacht, dass das Springen die Fackel ausgemacht hatte. So, wir haben auf jeden Fall wieder Brot, was wir hier bauen können. Combine. Use. So. Combine. Falsch. Combine. Dann machen wir das hier wieder. Combine. Jawohl. Ah, das ist jetzt da drin. Okay. So. Ja, also hier haben wir... Bei dem anderen Dingen hatten wir nochmal eine
Truhe, die wir nicht aufbekommen haben. Die sollte ich mir auch dann mal aufschreiben. Also da war jetzt... Moment. Wird ein bisschen unübersichtlich. Da könnten wir eventuell auch rüberspringen. Ja, ich hasse es ja, solche offenen Enden zu haben. Normalerweise bräuchte man für sowas eine Karte, wo man dann auch Notizen machen kann. Aber die gibt es ja leider hoffentlich noch nicht und dass die noch dazu kommt. Turm hochklettert am Anfang. So. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal zurückkehren. Ich kann auch nochmal den Schild ausprobieren, aber der hatte mir jetzt bisher nicht so viel Glück gebracht. Da können wir auf jeden Fall auf das Haus klettern. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, das fühlt sich aber hier auch stumpf an. Also mit dem, dass man da nicht hoch kann. Ja, was mir das jetzt gebracht haben soll, ne? Ist dann so eine Sache. Vielleicht hätte man auch von hier aus dann halt dahin gekonnt, wenn man da von einer anderen Richtung gekommen wäre. Aber ansonsten war das jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aua! Okay. Anscheinend kann der Höhen nicht so gut ab. So, da haben wir zwei Gegner, die wir aber möglicherweise gar nicht so direkt angreifen brauchen. Crystal Flask, noch eine. Da geht's nach unten. Ja, es ist schon sehr unübersichtlich. Also ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern ist einfach von dem Levelaufbau ist halt sehr, sehr, ja, offen. Aha. Weiß nicht, was ich damit getan habe. Naja, wenn noch unten irgendwo ein Gitter zu sein sollte, wissen wir jedenfalls, dass wir das damit vermutlich wieder aufmachen können. Ah, okay, ich habe diese Gitter zugemacht. Egal, was war das? Light as a feather. Das ist vermutlich, um irgendwo runterzuspringen und möglichst dabei nicht drauf zu gehen. Na. Naja, das übliche Leiterproblem. So. Aha. Schleim. Und ein Schlüssel. Oh.
Na, okay, die halten nicht so viel aus. Was? Da war ich wohl noch angeseucht. Aber, naja. Dann gehen wir wohl nochmal dahin. So. Ja, das funktioniert nicht ganz so gut mit der Leiter da. Können wir hoch. Hab hier Root. Da ist auch wieder so ein Typ. Ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Na, mit dem Schild blocken, dann kann man eventuell dann noch mit dem Schwert weiter draufschlagen. Das war ja ein bisschen das Problem mit dem Schwert vorher. Requires a special key. Oh Gott. Okay. Das hier wiederzufinden. Ja, das. Das ist schon ein bisschen hart. Nach Leiter runterklettern. Höhle hoch. Haus, Notiz gemacht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt bei meiner Aufnahme das wieder ein bisschen mehr ruckelt. Ich mache deshalb jetzt hier mal wieder einen kurzen Schnitt. So, ja, ich weiß nicht. Das muss irgendwas mit der Engine zu tun haben. Und in Kombination mit OBS. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit dem Codec. Es ist halt kein Problem mit meiner... Also es ist nicht, dass der Computer überlastet wäre oder so. Das wird ja einem ja angezeigt werden. Und mit anderen Spielen hatte ich das jetzt auch nicht. Bei Cyberpunk gab es ja auch sowas Ähnliches, das hat sich aber anders geäußert. Naja. Weil auf meinem Bildschirm läuft auch alles flüssig, also es ist nur bei der OBS-Aufnahme, dass da irgendwas seltsam ist. So, da ging es auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssten wieder zurück. Und eventuell jetzt mal wieder ganz zum Anfang. Ah, wir haben ja jetzt einen Schlüssel, mit dem wir möglicherweise irgendeine Tür öffnen können. Anderen Seite sind Pilze. Nehmen wir mal mit. So.
Dann kraxeln wir hier wieder hoch. Und da oben ging es ja auch noch weiter. Da mussten wir durch diese zwei Freaks durch. Unlocked. Eventuell war das auch der... Das, wo es den Schlüssel gab. Oh. Okay, die scheinen da aber mit der Pfadfindung auch Probleme zu haben und die scheinen was anderes als kürzer zu sehen, statt durch diese Tür zu laufen. Ja. Also da ist der Schild zum Blocken dann schon besser. Ja, okay. Da kann man sich runter in den Tod stürzen. Das wollen wir jetzt mal nicht. Gold. Ein paar Pfeile, die wir nicht verschießen können. Da scheint nichts hinter zu sein. Okay, was haben wir denn hier? Nix. Auch nichts. Nö. Okay. So, ich habe jetzt hier nochmal wieder was umgestellt. Habe V-Sync angemacht. Motion Blur mache ich jetzt mal aus. Aber ja, ich weiß nicht. Woran das liegt, es scheint auch mit der Zeit dann immer schlimmer zu werden, aber ja, keine Ahnung. Das ist locked, das können wir eventuell knacken. Oder auch nicht. Special Key. Und das braucht auch wieder einen Special Key. Ja, das erinnert dann teilweise halt schon ein bisschen an, nicht an diese alten Spiele, sondern vor allem an sowas wie Shadow Warrior oder so, wo man halt auch gucken musste, wo findet man jetzt welchen Schlüssel, um wohin zu kommen. Was mir auch so ein bisschen, ich meine, bei dem neuen Doom gab es das auch zu einem gewissen Grad. Aber... Oh. Mhm. Bei anderen Spielen scheint das halt jetzt weniger so zu sein, dass man da halt mehr so Schlauchlevel abläuft. Ich finde das eigentlich ganz nett. Miner's Boots. A pair of sturdy leather boots, commonly worn by miners. Nice, wir haben jetzt unseren ersten... ja, Gegenstand zum Anziehen. Wir haben immer noch keine Hose an, aber immerhin schon mal Stiefel. Mhm. Ancient Moth Dust. Wofür soll das gut sein? A bag of old brown dust. It is said that the Moth Dust can dispel arcane effects. Raw Fish, den soll man wahrscheinlich auch. Den sollten wir wahrscheinlich auch mal backen. Ein bisschen seltsam, dass der eine Schlüssel hier auftaucht, die anderen aber nicht. Dagger, Dagger. Ich glaube, das Brot, das werden wir nicht brauchen. East Winky. Ah, Xylion Seal.
Inventory is full. Und da können wir Sachen sprengen. Ja, da hatte ich unten auch schon mal eins unten, glaube ich. Also wir müssen hier was mitnehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den, packen wir den Knochen weg. Kann man hier... Ja, das bringt aber nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir hiermit sprengen sollten. Unlocked. Da haben wir jetzt schon geguckt, die sind empty. Der wollte aber nicht. Ginge aber theoretisch. Da braucht man einen Special Key für. Ich weiß auch gar nicht, wie man dieses Ding hier anzünden sollte. Eventuell hiermit. Oh ja. Das wird da gehighlightet. Ja. Dann würde das wohl funktionieren. Oh, ich glaube, die Kiste habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Da sind wir noch nicht rübergelaufen. Da haben wir nochmal einen Schrein. Wir sind aber noch nicht... Doch, wir sind gestiegen. Level up. Okay, dann machen wir mal Dexterity, damit wir auch den Bogen verwenden können. Und, dann nehmen wir Search auch noch auf 3. Einfach damit, wenn hier irgendwas versteckt ist, damit das, damit ich das sehe. Ist nochmal ein Pilz. So. Nochmal ein Schlüssel. Da geht's hoch. Da gehen wir aber noch nicht hoch. Gucken wir erstmal, was hier noch sonst so ist. Douse, you learned a new spell. Naja, das nutzt mir nichts, wenn ich die alle nicht benutzen kann. Ist meine Kerze zu Ende gegangen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Was wieder mal eher schlecht als recht funktioniert. Ah ja, okay. Nochmal. Brauchen wir ein paar Versuche, um die Leiter richtig zu treffen. Okay. Oh. Das sieht schon etwas gefährlich aus. Da könnten wir jetzt eventuell dieses Ding mit der Feder verwenden. Feather Potion. Ja. Cool. Da läuft auch ein Typ hier rum.
Okay, ja, das ist schon. Das hält auch eine ganze Weile, scheint. Das ist schon eine coole Sache. Aber wo kommen jetzt die beiden Typen her? Die hatten wir doch platt. Da ist dann anscheinend ein gewisser Respawn da. Oh Gott. Wir hatten aber ja auch in der einen Richtung immer noch diese Ratten gehabt. Oh, ist das hier? Da komme ich nicht durch. Ach, Moment, wir hatten doch irgendwas für Dispel Magic, oder? Ich meine, ich hätte da irgendwas gesehen. Ja, Mothers can dispel arcane effects. Combine. Ja, wunderbar. Summon of Mercy. You learn the new spell. Mehr scheint jetzt hier aber auch gar nicht zu sein. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt diese Tür auf. Die ging vorher noch nicht. Ne. Wir können aber halt nochmal zurück und dann die andere Gegend auskundschaften. Da ging es ja, glaube ich, auch noch weiter. Und ich bin nur zurückgegangen, weil da die Ratten zu fies waren. Da geht es auch noch runter. Talisman of Strength. Du kommst nicht zu mir. Was wir aber jetzt. Es sieht natürlich albern aus. Was wir jetzt ausprobieren können, ist. Naja, leider auch nicht. Weil wir zu wenig Platz haben. Sonst hätte ich jetzt den Bogen mal ausprobiert. Aber wir könnten den eh nicht angreifen, weil der. Na doch, das müsste klappen. Moment. Also. Drop. Ja. Das dahin. Use. Ne, da braucht man anscheinend mehr. Drop. Use. Okay, das ist auf jeden Fall nicht still, sondern am Rumwabern. Mal gucken, ob wir die Pfeile wiederbekommen. Oh, kaputt. Naja. Dieses Mal hier wieder Platz machen. Also funktionieren tut das. Okay. Ist noch so ein Hamster.
Okay. Oh, das war ein magischer Acid Touch. Mhm. Naja, Schnibbel, Schnibbel. Ich glaube, in die andere Richtung ging es aber auch noch weiter. Kam ich hier mal her? Ich glaube ja. Ja, hier hatte ich dieses Zeug gebacken. Und hier war eine Truhe, die ich nicht aufbekommen habe, oder? Ja. Too complicated! Hm, da ging's hoch. Diese wahnsinnige Orientierung habe ich jetzt hier aber auch nicht. Wie, wo, was war? Also da wäre echt schon eine Karte sehr hilfreich. Wir bringen jetzt mal diese Glyphe zurück. Ach, und die Dinger können wir auch mal zerstören. Ja, Nummer 1. Und Nummer 2. Night's Herb. Mhm. Und damit sind wir wieder am Anfang. Ja, was halt hier schön wäre, wäre, dass wir, wenn wir tatsächlich schon eine Idee hätten, was für Dialoge und so weiter man hat, denn ich finde, das bringt halt gerade so bei, ich meine, Ultima Underworld habe ich halt nie großartig gespielt, aber ich glaube, das hatte da schon einen wesentlichen Aspekt reingebracht. Der kommt da rein. Muss man die noch drücken oder so? Nein. Okay, wir brauchen noch 2. Wir haben aber hier halt auch, ja, vielleicht sollte ich diese Kiste hier mal als Lager verwenden. Ich weiß aber nicht, ob die Sachen nicht verschwinden, wenn man jetzt hier dann beispielsweise speichert und lädt. Also wenn man aus dem Spiel rausgeht. So. Jetzt hätten wir zumindest ein bisschen Platz. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir als nächstes hingehen sollten. Wir hatten jetzt eine Reihe von Möglichkeiten, die noch offen waren. Also, beziehungsweise die nicht wirklich offen waren, aber die... Den kann man nicht benutzen. Kann man nur droppen. Vielleicht ist das auch ein reines Verkaufs-Item. So, hier kommt wieder dieses... Moment, laufe ich nochmal hier hin. Wir haben ja jetzt auch diesen erhöhten Suchskill. Aber der scheint nichts zu tun.
Und da komme ich nach wie vor nicht hin. Okay, also der sagt mir hier ich irgendwas, aber vielleicht ist das jetzt auch einfach nur diese Falle. Das ist jetzt auch nicht so, dass man das drehen könnte oder so. Da sehe ich nichts. Ja, das ist echt doof. Also rechts kann man nicht dran vorbeilaufen, aber jetzt kann ich mal gerade. Na gut, das war jetzt nicht wirklich speichern, aber jetzt sind wir an einer ganz anderen Stelle. Ich nehme mal an, dass die Sachen jetzt schon noch weiter in der Kiste sind, weil er das Spiel ja nicht neu geladen hat. Ach so, und hier sind jetzt neue Gestalten aufgetaucht. Oh, und Bogenschützen. Einer ist tot und ich bin tot. Das macht das andere, den anderen aber jetzt, glaube ich, einfach. Jetzt müssen wir trotzdem wieder zum Anfang zurück. Gar nicht dran erinnern. Ah, okay, doch. Ja, da sind wir eigentlich hergekommen. Ja, genau, und wir haben diese Sprengsachen noch. Nee, hier bin ich nicht. Bin ich hierher gekommen? Ich weiß, dass ich hier so ein Ding mal benutzt habe. Ja, doch, wird das wohl gewesen sein. Da zu den Ratten müsste ich noch mal rüber. Aber jetzt hole ich mir erstmal meine Erfahrung wieder. Dazu müssten wir hier zurück. Ja, das ist schon eine sehr große, verzweigte Karte. Also vom Level-Design her ist es schon sehr ordentlich.
das jetzt quasi andersherum. Genau, rechts rum darf man nicht laufen. Aus irgendeinem Grund triggert man die Falle da. Links rum geht. Und damit haben wir jetzt auch genug für einen Aufstieg. Naja, aber trotzdem, der hat ja hier... dieses... hier ist ein Secret getriggert. Es kann auch einfach nur sein, weil das da die Falle ist. Aber irgendwie müssen wir natürlich da auch hin. Naja, ich meine, das ist jetzt schon... Wo soll denn da was sein? Oder sollen wir das hier sprengen? Ich meine, das sieht halt so ein bisschen danach aus, als wenn da eventuell was hinter sein könnte. Von diesen Dingern da. Aber das... das wäre schon ein bisschen eigenartig. Wir hätten aber hier auch nirgendwo in der Nähe irgendwas. Mit diesem Sprengstoff gehabt, glaube ich. Wo das hier? Ne. Gehen wir über jeden Stein. Naja, irgendwo ist halt dann auch nichts zu erreichen. Nee. Wo soll das denn sein? Ich meine, das Ding ist... Der hat sie sich hier zu Wort gemeldet. Aber, das hier ist das Einzige, was da so ein bisschen hervorsteht. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist klar, dass hier was sein muss, aber ich habe keine Ahnung, wo der Mechanismus da sein soll. Vielleicht doch irgendein Buch anklicken. Ne. Da ist es doch. Okay. Weil doch Bücher anklicken. So, was bekommen wir hier? Summon a Mushroom.
Na gut, ja, wir können jetzt auch das Level wieder erhöhen und dann mal gucken, dass wir vielleicht auch Intelligenz hochbekommen, sodass wir mal ein paar Zauber sprechen können. Das hier war ja auch ein Geheimdingen. So. Attune Magic. Da können wir douse. This spell summons a weak gust of wind. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Das haben wir jetzt jedenfalls hier angedingst. Channels the powers of the divine plane to create light. Wisdom 10. Wisdom 11. Aura. Willpower 10. Mushroom. Robust glowing mushroom. The spell casts a arcane connection determines the size and elasticity of the grown fungus. Magic Arrow. Das ist ein Kampfdinger. Okay. Also für Kampf braucht man Intelligence. Und hierfür braucht man Willpower für Mushroom. Okay. Aber wir haben jetzt hier schon Daus. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll, aber. Oh. The gods frown upon your misdeeds. Will you sacrifice your wealth to atone for your. Ich hab doch was. Wofür denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Was der Gust of Wind bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Habe ich überhaupt Geld? 116. Ich meine, ich kann es ja mal machen, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Atone for your sins. Keine Ahnung, was ich für Sins hatte. Das scheint mir dann wohl auch eher ein Fehler zu sein. Ja, machen wir. Moment. Tune Magic. Gucken wir mal, dass wir Mushroom bauen können. Oder dass wir. Naja, hier Wisdom zu ranzukommen, das wird wohl auch dauern. To create light. Das klingt aber schon gut. Das ist Wisdom. Dann machen wir das ja mal. Und dann machen wir hier nochmals Level up. Nochmals Search hoch. Oder nochmal Lockpick hoch. Da waren ja. War da noch was? Ja, ich glaube, da war noch ein Ding, was zu kompliziert war. Dann laufe ich nochmal zum Anfang hin. Eventuell ist hier auch nochmal was, was ich jetzt machen könnte. Das hier sieht beispielsweise wie so eine Druckplatte aus. Ich habe aber nichts, was ich da drauf werfen kann. Naja, das sieht schon sehr hart nach einer Druckplatte aus. Dann laufe ich mal rüber und schnapp ich mir mal ein Buch oder so. Hier gibt es auch noch mal was. Oh, okay. Ah. Aha. Da ist ein Pflänzchen.
kann man nicht hoch. Ja, aber ich will nicht darunter springen. Sterben nicht, aber gesund war das auch nicht. Ja, das hier war jetzt auch eigentlich nichts Besonderes. Ich gehe nochmal da hoch. Auf jeden Fall sollte ich nicht nochmal darunter springen. Meine Ausdauer lädt sich nicht mehr auf. Ah, jetzt. Irgendwie war da was stuck. Ja, eben bin ich da easy peasy hochgesprungen. Ja, es ist irgendwie, also das Springen, dass der dieses, das richtig greift, das funktioniert nicht gut. Da springt man zu oft vorbei und dann denkt man, ja, das geht nicht und dann geht das doch. Kann ich vielleicht mit dem Ding hier was machen? Ja. Nur bringen tut mir das nichts. Ah. Können wir das hier? Aha. Dann noch mal Fischi. Ah! Das wollte ich nicht. Okay. Können wir irgendwas mit dem Moldy Bread machen? Ne. Naja, wir haben halt einen Schädel jetzt. Springen kann man nicht, während man was trägt. Hier scheint aber jetzt auch nichts zu sein. Ich weiß auch nicht, wofür das Feuer da ganz gut sein soll. Und statt den Schädel hätten wir auch ein Buch oder sowas nehmen können. Wo ist mein Schädel hin? Da. Ich meine, ich habe jetzt hier auch nur einen Versuch, dann ist der Schädel weg. Der scheint da gar nicht durchzugehen. Ne. Da bräuchte man wahrscheinlich was Kleineres. Falls überhaupt was dazwischen gehen kann. Das sieht aber mehr nach einer Falle aus, dass man damit eine Falle auslöst. Da ist aber ja auch gar nichts. Also ich meine, man könnte vielleicht die Falle auslösen und sich dadurch töten, aber... Könnte ich vielleicht... Ja, super. Haben wir das auch gemacht?
Aber auf der Seite ist eine Tür. Na, wo soll denn da der Eingang zu der Tür sein? Und hier haben wir ja auch noch was. Und da hinten ist eine Kiste. Tada! Niemand zu Hause. Na gut. Ich gehe noch mal da hoch. Oder versuch's. Ja, wie gesagt, dieses Hochklettern funktioniert eher schlecht als recht. Irgendwie muss man sich hier einquetschen, damit dieser Trigger kommt, dass der versucht hochzuklettern. Wie hier jetzt. Weiß nicht, ob ich das überhaupt. Ob das Spiel das überhaupt so beabsichtigt hat. Ja, gut, da könnte man vielleicht hoch und sich dann in den Tod stürzen. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Tür oder sowas in. Die dann nach unten führen würde. Das müsste ja eigentlich hier drunter sein. Eventuell wäre man halt noch da drauf gekommen. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, ob mir das dann was weit ob's weitergeholfen hätte. Okay. Gucken wir hier noch mal. Nix. Und ich nehme mal an, dass wir dann da weiter müssen, wo die Ratten vorher waren. Dass wir da zumindest einen Schlüssel finden müssen oder so. Ja, und wir haben noch diese Sprengdinger, aber da weiß ich auch nicht, was man damit in die Luft sprengen können soll. So, hier sind wir wieder bei den Ratten. Naja, und was dieses Daus, was das hier machen soll, weiß ich auch nicht. Aha. Mal wieder ein paar Ratten.
Aber ich nehme mal an, dass man hier dann sowieso. Entweder kann hier nichts Besonderes sein, sonst kann die Tür nicht abgeschlossen sein, oder die Tür kann man halt einfach aufklopfen. Das ist halt immer so die Sache, wenn man da halt was wegschließt vor einigen Spielern, dann kann das ja auch nichts Elementares sein. Jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen. Da hat es aber noch mal gefiept. Interessant, dass sie sich mitdrehen. Die sind, glaube ich, nicht so. Ja. Die sind ein bisschen komisch drauf. Also dann werden die wohl das auch sein, die am Fiepen sind. So, was passiert, wenn ich hier rumlaufe? Naja, ich bin hier halt da runtergekommen. Aber dann heißt es, dass es hier nicht weitergeht, sondern das ist halt nur so ein Abfangbecken sozusagen. Ja. Da scheint nicht mehr zu sein. Dann ist auch hier Zeit, einen Schnitt zu machen. Dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Wie gesagt, die Kickstarter-Kampagne läuft noch. Wer also da hier auf Kickstarter das Spiel unterstützen will, Monomyth von Red Tower Software. Für 15 € würde man das Spiel bekommen. Für Juni 2022 ist es geplant. Ob das natürlich dann erscheinen wird, ist noch eine andere Frage. Und ob es überhaupt erscheinen wird, ist auch eine andere Frage. Aber wenn ihr das Ganze ja unterstützen wollt und damit das überhaupt vielleicht dann soweit kommt, dann schaut mal hier vorbei. So viel von mir. Nächste Folge wird wieder in ein paar Tagen folgen. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.